Wann spricht man bei Medikamenten von einem Off-Label-Use? Wieso ist diese Anwendungsmethode manchmal notwendig? Und in welchen Bereichen werden Medikamente häufig auf diese Weise eingesetzt? Jedes Medikament wird vor der Zulassung im Rahmen von klinischen Studien auf Nutzen und Risiken in den vorgesehenen Anwendungsgebieten geprüft. Die Zulassung erfolgt nur für jene Erkrankungen und Patientengruppen, bei denen die Vorteile der Anwendung erwiesenermaßen überwiegen. Verwendet man ein Arzneimittel im Rahmen einer medizinischen Behandlung außerhalb des zugelassenen Anwendungsbereiches, spricht man von einem Off-Label-Use. Für diesen zulassungsüberschreitenden Gebrauch gibt es verschiedene Gründe. So ist der Zulassungsprozess für ein neues Medikament sehr langwierig und dadurch hinkt der Zulassungsstatus dem medizinischen und pharmazeutischen Wissen aus der Praxis oftmals hinterher. Auch mangelt es häufig an Studiendaten für bestimmte Patientengruppen, wie für Kinder und Jugendliche oder für bestimmte Anwendungsbereiche des Arzneimittels. Wurde ein Arzneimittel beispielsweise für die Behandlung von allergischen Erkrankungen zugelassen, wird in der Praxis aber zur Behandlung von Übelkeit eingesetzt, dann liegt ein Off-Label-Use vor. Oder wenn ein Medikament, das nur für Erwachsene zugelassen wurde, einem Kind verordnet wird. Ein Off-Label-Use von Medikamenten ist nicht verboten, bedarf jedoch erhöhter Sorgfalts- und besonderer Aufklärungspflichten durch die behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Bei manchen Erkrankungen ist die zulassungsüberschreitende Anwendung sogar ein Teil der Standardtherapie, weil keine entsprechend zugelassenen Arzneimittel zur Verfügung stehen. Zwei Bereiche, in denen ein Off-Label-Use häufig vorkommt, sind die Kinderheilkunde und die Krebstherapie. In der Pädiatrie liegt das vor allem daran, dass viele erwiesenermaßen wirksame Arzneimittel nur für Erwachsene zugelassen sind und Studien mit Kindern oftmals fehlen. In der Tumortherapie nehmen die wissenschaftlichen Erkenntnisse rasch zu und die aufwendigen Zulassungsprozesse können damit oftmals nicht Schritt halten. Dadurch ergeben sich immer wieder Situationen, in denen ein Medikament für eine Therapie in Frage kommt, aber es für die jeweilige Erkrankung oder Patientengruppe noch keine Zulassung gibt. Ein ärztlich verordneter Off-Label-Use von Medikamenten kann in bestimmten Fällen also durchaus Sinn machen, sollte jedoch die Ausnahme bleiben. Falls Sie Fragen zu Arzneimitteln und deren Anwendungsgebieten haben, werden Sie in Ihrer Apotheke gut beraten.